Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Programm möglich gemacht haben. Davor hatte ich ein sehr intuitives Verständnis von Führung und eigentlich nur so Spaß daran und wusste aber gar nicht warum. Und jetzt nach diesem Programm habe ich sehr, sehr viel gelernt oder während des Programms und ich verstehe jetzt mehr, warum mir das Spaß macht und sehe vor allen Dingen, habe mich selber besser einschätzen gelernt. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke an diesem Programm, dass man sehr viel über sich selber erfährt und dann auch weiß, an was man in Zukunft arbeiten muss, um eine gute Führungskraft zu werden. Was mir besonders viel gebracht hat dahin, war das Leadership Assessment, was wirklich uns die Möglichkeit gegeben hat, uns nochmal komplett selbst zu reflektieren und das in einer sehr, sehr vielen Facetten. Und ich nehme sehr, sehr viel von diesem Programm mit. Also ich bin Cora Uhlemann, bin momentan gerade in Großbritannien, habe meinen zweiten Postdoc angefangen an der Universität Cambridge. Das heißt, für mich war es ein langerer Anreiseweg, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin sehr froh, dass ich hier mitgemacht habe. War auf jeden Fall spannend, man hat ganz viele neue Eindrücke bekommen und Inspirationen, in welche Richtung man sich weiterentwickeln kann. Und was ich besonders spannend finde, ist wirklich für alle Karrierewege, was dabei war. Und gerade in der Wissenschaft hat man ja auch die Möglichkeit, jüngere Menschen zu entwickeln. Und da habe ich hier ganz viel draus mitgenommen, konkrete Anregungen, wie man mit den Leuten redet, wie man auch rausfindet, was macht den Leuten besonders Spaß und wohin kann man sich selber weiterentwickeln, aber auch die zukünftigen Mitarbeiter weiterentwickeln. Ja, also von daher auf jeden Fall super Programm. Ich glaube, für jeden, der seinen Physik-Hintergrund nutzen möchte, um auf größerer Skala was zu beeinflussen, egal ob das jetzt in der Wissenschaft oder im Unternehmen ist oder im Wissenschaftsmanagement. Und gerade hier auf der Learning Journey haben wir auch ganz neue Eindrücke gekriegt, wo man quasi das neu gewonnene Wissen in Zukunft auch einsetzen kann. Danke. Hallo, ich bin Christoph Hamsen. Ich bin vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik, gerade am Ende meiner Promotion. Und wir sind jetzt hier am Ende von unserem vierten Treffen im Rahmen von Leading for Tomorrow und haben uns in den letzten Treffen sehr viel mit Ideen zu Führung beschäftigt. Einerseits im Rahmen Projektmanagement, aber auch Mitarbeiterführung oder darin, wie man seine eigene Situation, seine eigene Stellung in Strukturen gut reflektieren kann. Ich glaube insbesondere, dass wir darüber hinaus im Kontakt mit vielen Führungspersonen aus Wissenschaft und Wirtschaft auch die Chance hatten, uns an Beispielen lang zu hammeln. Und dass mir das sehr viel geholfen hat, um in meiner direkten Zukunft jetzt neue Akzente zu setzen im Rahmen Führung. Ja, Leading for Tomorrow, letzter Tag heute. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe vieles gelernt und vieles mitnehmen, gerade in meiner Position, wo ich jetzt erste Führungsverantwortungen übernehme, auch tatsächlich hierarchische Führungsverantwortung übernehme, neben der lateralen Führung, die wir viel haben. Also für mich genau das richtige Programm, ich denke auch für viele andere, viele Kontakte geknüpft. Der Austausch hier ist auch sehr wichtig, denke ich, mit den anderen Kollegen, die in ähnlichen Positionen sind. Manche schon einen Schritt weiter, manche vielleicht einen Schritt hinter einem. Das ist auch ein gutes Netzwerk, das man sich hier aufbaut. Dann ja, 25 Leute, die man, sagen wir, enger Kontakt hat mit den aufgeteilten Gruppen und dann 50 dann in der großen Gruppe. Ich freue mich auch schon auf das Alumni-Treffen, das wir jetzt schon vereinbart haben großteils. Also ich bin gespannt, was dann schon die ein paar Monaten das Feedback ist, wie weit die Leute das anwenden. Ich hoffe, dass ich jetzt schon vieles die nächsten Monate ausprobieren kann in der Praxis. Gerade jetzt zum Beispiel nächste Woche steht mein erstes Mitarbeitergespräch, das ich führen werde, an. Also hoffe ich auch, dass ich, werde ich mir noch mal kurz die Unterlagen dann vorher anschauen. Hoffentlich die nächsten Tage schon, dass ich das gut vorbereiten kann. Ja, also mir hat das definitiv was gebracht. Ich denke, auch vielen anderen hilft das und sollte auf jeden Fall fortgeführt werden. Ich möchte auch sagen, dass die Betreuung durch das OSB-Team hier sehr gut war. Also die Organisation war toll und auch die Menschen alle nett und hilfreich. Dankeschön. Leading for Tomorrow, tolles Ding. Also ich persönlich fand es super schön. Was mir am meisten gebracht hat, waren die persönlichen Kontakte. Nicht nur das kondensierte Wissen, was man in dem Workshop an sich mitgenommen hat, sondern auch die Kaffee- und abendlichen Diskussionen, um das Ganze zu vertiefen und
die Augenringe zeugen auf jeden Fall von dem Erfolg dieser ganzen Geschichte. Und ich fand's toll, würde es jederzeit wieder machen und kann es auch nur jedem empfehlen. Es ist eine tolle Erfahrung und ich glaube so in dieser Konstellation ziemlich einzigartig. Ein weiterer Aspekt, der mir einfach auch super gefallen hat, ist, dass dieser Workshop einen Raum dafür gibt, über Soft Skills und auch über den Führungsgedanken einfach mal sich bewusst selbst zu reflektieren und auch mit anderen Gedanken zu machen, weil es so im Alltag und auch im Wissenschaftsalltag, aus dem ich gerade komme, dafür einfach gar nicht den Raum gibt, das tatsächlich aktiv und bewusst zu machen, weil, und das ist tatsächlich bei uns so, das auch ganz gerne mal belächelt wird und so als Schnickschnack abgetan wird. Deswegen war das für mich eine super Chance. Und auch die Tatsache, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es von der DPG angeboten wird, ist ein super wichtiger Legitimationspunkt für mich gewesen, das auch verkaufen zu können als zertifizierte Workshop, der wirklich Sinn macht, auch meinem Chef gegenüber. Ich habe am Leading for Tomorrow Programm teilgenommen, dem ersten bei der DPG. Das war super spannend für mich, weil ich schon das Gefühl habe, dass man in der Wissenschaft häufiger sieht, wie Führen nicht gut funktioniert. Das habe ich auch im Gespräch mit vielen anderen Teilnehmern mitgekriegt, dass die das sehr ähnlich sehen, was erfreulich war zu sehen, dass man einfach nicht alleine ist, sondern dass es allen so geht. Und deswegen fand ich es besonders wertvoll, hier einfach mitzubekommen, was für Ansätze gibt es zum Führen, die man sich dann vielleicht auch selbst zu eigen machen kann, selbst wenn man sie jetzt noch gar nicht direkt braucht. Hilft es einerseits zu reflektieren, was könnten die Chefs besser machen und das Ganze auch anzuwenden, wenn man es dann irgendwann mal selbst braucht. Oder teilweise auch einfach für sein privates Leben Schlüsse zu ziehen, für seine eigene Planung. Das war ja auch ein Aspekt, nicht nur das Führen anderer, sondern auch das Selbstführen. Und dort sich mal zu überlegen, was möchte ich, dabei hat mir auch geholfen, die Learning Journey, die wir als letztes Termin gemacht haben, mal in verschiedene Unternehmen, verschiedene Institutionen, verschiedene Größe reinzugucken und da festzustellen, wie unterschiedlich wird dort eigentlich gearbeitet, was ist dort wichtig. Und deswegen fand ich das sehr hilfreich. Ich habe es auch schon mehreren Leuten empfohlen, werde es weiterempfehlen. Ich finde es ein wunderbares Programm und freue mich sehr, dass das angeboten wird. Das Leading for Tomorrow Programm, das die DPG zusammen mit der OSB angeboten hat, war für mich eine super tolle Möglichkeit, mehr über Führung und auch Projektmanagement zu lernen. Und ich denke, dass es gerade für junge Wissenschaftler und Berufseinsteiger sehr, sehr wichtig ist, sich auch dem Ganzen von der theoretischen Seite her mal zu nähern. Für mich persönlich war besonders wichtig, auch von den anderen Teilnehmern Rückmeldungen zu bekommen und zu sehen, dass ich nicht alleine bin mit den Problemen, die ich habe, zum Beispiel bei der Betreuung von Studenten, sondern dass die Probleme sich eigentlich durch die Bank weg wiederholen und wir gemeinsam daran arbeiten können, Lösungen zu finden. Beziehungsweise, dass es eben für viele Probleme auch schon Lösungen und Lösungsmöglichkeiten gibt und wir jetzt zumindest mal einen ersten Einblick daran bekommen haben, wie sowas denn aussehen kann. Leading for Tomorrow, wie war es? Ich fand es total schön. Ich habe es sehr genossen, die Zeit, und bin der Hereo-Stiftung sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, an diesem Programm teilzunehmen.